Der Nahostkrieg hat Folgen weit über den Nahen Osten hinaus. Die Gründerin der Klimabewegung Fridays for Future erregt Aufsehen mit Appellen, bei denen sie sich weniger als Klimaaktivistin zeigt, denn als Kämpferin für die Sache der Palästinenser. Und dabei auch in den eigenen Reihen, vor allem in Deutschland, einiges an Kritik und Widerspruch bekommt. Greta Thunberg polarisiert ja bereits länger, jetzt aber auch innerhalb ihrer Bewegung. Eine weltweite Influencerin mit Abermillionen Followern, die sich die Frage gefallen lassen muss, für was sie ihren Einfluss nutzt und warum sie Fridays for Future auf diese Weise spaltet. Winnie Hischer. Sie versuchen weiterzumachen, die Fridays for Future, hier in Kiel und andernorts in Deutschland, wie man das so macht, wenn man im Sturm steht, im Sturm der Entrüstung und Empörung. Ich finde es einfach nur wichtig, dass es letztendlich irgendwie um die Sache geht und dabei auch bleibt, dass wir einfach, also dass die Klimakrise da ist und dass wir halt was machen müssen. Beim Klima bleiben allein, das geht nicht mehr, weil Krieg ist und Greta Thunberg sich vor fast 15 Millionen Followern auf Instagram öffentlich positioniert gegen Israel für Gaza. Vorgestern in Amsterdam ergreift sie vor 85.000 Menschen wieder Partei für die Palästinenser, bis ein Demonstrant versucht, ihr das Wort zu entreißen. Er will übers Klima reden, nicht über Palästina. Ihre Antwort? Es gibt keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land. Greta Thunberg skandiert im Chor und spaltet gleichzeitig doch die eigenen Leute. Greta hat durch ihre Nichtbenennung von jüdischem Leid sehr viele Menschen verletzt. Und ich denke, dass es gerade deswegen wichtig ist, dass wir in Deutschland immer wieder deutlich machen, dass wir für den Schutz von jüdischem Leben stehen. Zum Glück ist die Bewegung in Deutschland mittlerweile über Greta Thunberg hinausgewachsen und kann unabhängig von ihr agieren. Sich unabhängig machen? Man würde Luisa Neubauer gerne fragen, wie das gehen soll. Interviews gibt sie kaum, der politische Druck nach Distanzierung enorm. Dazu gehört dann auch, dass sich Fridays for Future in Deutschland klar von der internationalen Bewegung nicht nur distanziert, sondern davon entfernt, auflöst, beziehungsweise eben alle Strenge kappt. Es geht Fridays for Future nicht um die Rettung der Welt, sondern um die Delegitimierung und einigen auch um die Auslöschung Israels. Wer sich jetzt noch hinter dem Label Fridays for Future versammelt, der macht sich mit Hamas-Terroristen gemein. Durch solche Kritik wächst in der Klimaszene eine Sorge, die der Instrumentalisierung. Wir haben gerade in den jüngsten Diskussionen auch bei der Energiewende in Deutschland gesehen, dass die Widerstände enorm dagegen sind. Und da gibt es Interessensgruppen, sei es politischer Natur oder auch von Unternehmen, die natürlich froh sind, wenn der Klimaschutz und die Klimaschutzorganisationen geschwächt werden. Und insofern ist das natürlich gefundenes Fressen. Auch international sind die deutschen Fridays in der Defensive und in der Minderheit. Man merkt eben, dass der Spagat, der in den letzten Jahren noch so einigermaßen funktioniert hat, nämlich zum deutschen Establishment sprechen, aber gleichzeitig solidarisch sein mit den Bewegungen im globalen Süden, dass das jetzt aufbricht und das wird sehr schwer zu kitten sein. Vor allem mit ihr, die heute ein anderes Gesicht zeigt.